Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schleppergeflüster, wieder mit den bekannten Gesichtern Papa und mir. Dieses Mal ein bisschen was Besonderes. Und zwar nicht wir vor der Bank und einfach nur reden, sondern wir kochen was zusammen mit euch und machen währenddessen noch einen kleinen Livestream. Also da kommen vielleicht Fragen auf und wir werden einfach irgendwelche Themen bereden, denke ich mal. Und gleich geht's dann in 3 Minuten mit dem Livestream los. Mal schauen, ob mal jemand habe, der uns zuschaut. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir haben es ja mal angekündigt im vorherigen Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Das Mittwochsvideo war das, der Farmvlog. Oh. Oi, jetzt haben wir sogar Special Effects im Hintergrund. Schön, was die Mutti alles gemacht hat, ne? So, und damit ihr auch noch mal ganz schnell unser Set betrachten könnt. Das Kochstudio natürlich. Und nichts Maggi-Kochstudio, sondern Original-Kochstudio-Dingers. Und zwar seht ihr hier, also wir sind alle zu dritt, auch der Lukas ist da. Hat nur kein Mikrofon an gerade. Ja. Und wir sind in unserer Küche. Und wir haben extra für euch Baustrahler organisiert, damit auch das Licht gut genug ist hier drin, weil das Licht da oben ist nichts. Und wir werden beleuchtet. Ja, das haben wir ja jetzt gelernt aus unseren dunklen Videos, sie müssen hell sein. Genau, und das machen wir jetzt. Wir haben aber hier. Aber mir sieht ja auch so komisch aus mit dem vielen Licht. Ja, es ist halt ein weißes Licht. Es ist halt ein helles Licht, ne? Wir haben meistens so einen Schatten da noch geworfen, aber egal. Also ihr könnt noch sehen, wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier Paprika liegen. Wir haben eine große Gemüsezwiebel, natürlich das Fleisch, dann den Kochtopf nachher, die Öle. Und der Rest, der wird spontan aus den Schubladen rausgeholt. Hinten ist noch der Backofen. Genau. Da. Der arbeitet dann meistens für uns. Genau. Da schauen wir dann mal, wie das alles abgeht. Und dann würde ich sagen, wenn es gleich losgeht, zeigen wir euch mehr. Genau, Paprika hat Wasser. Auch wenn da mal ein Kern oder irgendwas drin ist, das ist überhaupt kein Problem. Da muss man keine Angst haben, dass in dem Bauch dann irgendwann ein Paprika wächst. Ne? Das habt ihr uns früher immer gesagt, wenn wir die Kerne von Melonen gegessen haben. Also die Hühner hatte ich im Freiland ein bisschen irgendwie Vogelgrippe und dann war das wirklich stressig. Auch der Pro-Kopf-Verzehr und so, was man da gehört hat. Und vor allem, was ich dann auch noch gesehen habe. Jetzt verkaufen. Jetzt machen wir es richtig aus. Ja. Machen wir so eine Lampe. Achtung, Achtung. Jo. Da haben wir noch nicht fertig, aber das rühren wir jetzt rum. Das ist mehr dabei, das machen wir mal so unterst nach oben. Also ihr seht jetzt den Saft im Topf. So. Und das Fleisch. Und das Fleisch. Das geht gar nicht, echtes Fleisch. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, das drin ist unser Weihnachtsmenü, da steht's. Ist jetzt so für 4-5 Personen. So, da sind wir wieder. Wir sind am Esstisch. Gegessen haben wir allerdings schon. War sehr, sehr lecker, muss man dazu sagen. Das Rezept und alles findet ihr bei uns im YouTube Live. Wir haben euch ja live mitgenommen. Ich glaube, der Lukas ist nicht ganz so hinterhergekommen im Film. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir machen einen Livestream und tun währenddessen das Schleppergeflüster hier drehen. Hat aber nicht funktioniert, weil halt der Livestream quasi eigentlich wirklich Zeit gekostet hat und Kommentare vorlesen und alles so. War aber halt auch cool so, das Ganze mitzuerleben, wie ihr da auch echt aktiv wart. Ja, wir haben gar nicht gedacht, dass so viele Leute zuschauen. War einfach wie ein persönliches Gespräch mit euch fast. Ja. Und dass auch wirklich echt von Anfang bis Ende immer jemand da war und einfach uns zugehört. Ich glaube, wir haben eine Stunde lang über Gott und die Welt gefühlt geredet. Eine Stunde, 10 Minuten ging der Rest. Jeder kann es angucken, ne? Es ist jetzt unter Live zu finden im Kanal. Deswegen wird dieser Schleppergeflüster hier jetzt auch wegen anders und bisschen kürzer. Ja,
Wir haben quasi jetzt eine Kleinigkeit, wo wir noch drüber reden. Aber jetzt, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal unter der, also nicht bei Video, sondern bei Live, ist ein Livestream zu finden. Da ist schon auch das Rezept drin. Also das seht ihr von Anfang an bis Ende, wie es gekocht wird. Und könnt euch das gerne nochmal anschauen. Ja, aber viele andere Sachen wie nur kochen, wenn ihr über mehr andere Sachen gequatscht, ja, wie nur kochen. Smalltalk, ne? Ja, haben wir alles gemacht und Kommentare beantwortet. Gewitzige Geschichten ausgetauscht. 28, 7, 24, alle haben wir diskutiert. Ja. M-B-Trag, John, ja. Deere oder Fendt oder was wir uns noch vorstellen können. Okay. Also alles, wilde Mischung ist dabei. Also wir haben noch eine Ankündigung für euch. Und zwar sind wir am Samstag, wenn ihr das Video seht, morgen am 16. in Emding auf dem Weihnachtsmarkt. Und wer aus der Nähe kommt oder sich denkt, okay, komm, die Chance nutze ich, um den Gutshof mal besser kennenzulernen. Persönlich. Wir sind dort vor Ort, ich denke ab 17.30 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist nicht wirklich groß, also ihr werdet uns auf jeden Fall finden. Wir haben die größte Fan dabei. Ja, wir haben noch ein Highlight, und zwar, dass wir einen Schlepper mitgenommen haben, den schön geschmückt haben, weihnachtlich. Ja. Also wer vorbeikommen will, ein paar Bilder machen oder sonst was. Mit uns reden, wir sind da. Wir freuen uns auf euch. In Emding 79312 auf dem Weihnachtsmarkt. 17.30 Uhr. Und ich denke, das wird es jetzt für den Schleppergeflüster auch schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr noch jetzt weiter gucken wollt, der Livestream ist online. Viel Spaß beim Schauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Und natürlich am Sonntag beim neuen Farmvlog. Der, wo jetzt nicht die Chance hat, am Samstag vorbeizukommen. Also wir werden das Ganze auch filmen. Und da seht ihr auch den beschmückten Schlepper und ein paar Eindrücke vom Weihnachtsmarkt. Genau. Dann würde ich sagen, bis im nächsten Video. Ciao. Ciao. Bye, bye. So, ich bin jetzt am Hof. Ich glaube, das schneide ich euch jetzt gerade noch hinten dran. Für diejenigen, die nicht warten können. So sieht der Schlepper jetzt aus, fertig geschmückt. Also ich glaube, das kann sich sehen lassen. Man sieht jetzt gut die Umrandung von der Kabine, vom Kotflügel. Wir werden jetzt morgen auf jeden Fall noch was machen, also in die Felgen kommt noch was rein. Ich denke, das sieht richtig schön aus so. Und die Blondine hier ist der Erste, oder? Warte, er muss erst einparken. Benutzt doch das Lenkrad. Also, wie ihr seht, sitzen wir jetzt alle hier am Tisch, wohlgesättigt und genährt. Das geht so nicht. Ich parke wieder ein. Ja, ich muss erst ruhig sein. Das kommt am Ende des Jahres in die Outtakes. Ich glaube, du musst alle nach. Mach mal schnell, Klappe, die zweite. Die brauchen wir als Sprecherin. Geht einfach die Stimme. Okay, jetzt. Klappe, ruhig dich. Klappe, die. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Das war die andere. Und die Frage ist doch einfach nur, warum benutzen wir nicht das Lenkrad? Klappe, die fünfte. Nee, jetzt haben alle schon vorher gelacht. Ruhig jetzt. Ganz konzentriertes Bleiben. Kochen ist Leidenschaft. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe euch das vererbt. Nee, ab jetzt mit euch. Ruhe jetzt. Wir hatten gerade ein technisches Problem. Jetzt ihr müsst wir einfach weniger trinken in der Film. Wir haben gerade nichts gemacht, du glaubst hier irgendwas von technisches Problem. Ist ja klar, dass da alle lachen. Also Ruhe jetzt! Klappe, die 10. Also wir sind jetzt schon wieder 3 Minuten 50. Jetzt, let's go, komm. Von meiner Lebenszeit die Flöten gehen. Nochmal. Also ich hoffe, ich habe euch das Kochen vererbt. Ich hoffe auch. Ja, und ich habe jetzt den Faden verloren. Ja, dann kann man jetzt trotzdem ruhig sein. Sie? Ruhig sein.
Ja, wir haben jetzt aber noch Spanisch eine... Spanisch für ja. Ruhig ja. Ich hab besser wie ein Film.